Prinzessin Mette-Marit, großer Familienurlaub ihrer Erkrankung. Das Osterfest nutzten auch die Prinzessin Mette-Marit, 49, und Prinz Haakon, 49, für eine große Zusammenkunft mit der Familie. Das Königspaar wird Ostern in der Prinsehütte in Sikkilsdalen feiern. Und die Kronprinzenfamilie wird nach Uffdal fahren, informierte Hofinformationschefin Guri Warpe am 28. März 2023 die Nachrichtenagentur NTB. Jetzt kommt heraus, dass auch die Freundin von Mette-Marits ältestem Sohn Marius Borghöebi, 26, sowie der Freund von Prinzessin Ingrid Alexandra, 19, dabei waren. Die gesamte Familie nach der Krise, titelt die norwegische Ausgabe der Seeokhör und zeigt dazu Bilder der Trongolger Familie. Mette-Marit und Haakon sollen die Zeit in der Abgeschiedenheit in der gemütlichen Berghütte im Nationalpark Hardangervidda genutzt haben, um sich mit Marius und dessen Freundin Nora Haugland auszusprechen. Die neue Frau an der Seite des 26-Jährigen war am 12. Februar mit einem Tütchen unbekannten Inhalts fotografiert worden, ein absoluter Skandal, der zu vielen Diskussionen auf Gutskaugum geführt haben soll. Auch Magnus Heien Haugstad, der Freund von Prinzessin Ingrid Alexandra, war einige Tage über Ostern zu Gast in der Berghütte. Das norwegische Blatt berichtet, die beiden seien bereits schon lange in einer Beziehung. Allerdings müssen sie sich derzeit mit einer Fernbeziehung zufrieden geben. Der 23-Jährige studiert der Seeokhør zufolge an der renommierten Lancaster University Management School, während Ingrid Alexandra sich auf ihren Schulabschluss vorbereitet. Im Juni beendet sie ihre Schulkarriere. Wie es danach weitergeht, das ist, zumindest in der Öffentlichkeit, noch nicht bekannt. Verwendete Quelle: Seeokhør, Dana Press, NTB.